So, hallo und willkommen zum neuen Video. Wir haben jetzt eigentlich die ganze Woche kein Video gemacht, obwohl die Spätschicht hatte. Weil ich einfach keine Themen mehr habe. Ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Man ist halt so komplett im Alltag wieder mit drin. Wenn man zum Arbeiten geht, jeden Tag irgendwie das Gleiche. Man hat selber wenig Zeit auf YouTube Videos anzugucken und verliert einfach den Faden. Ja. Also dampfertechnisch, ich habe keine Ahnung, was es irgendwie jetzt aktuell Neues gibt. Dass sie mir den German Steel Weber Revolution V2 oder wie der auch heißt, bestellt haben. Als Klon, das habe ich glaube schon mal im Video gesagt, da warte ich noch bis er kommt. Genauso wie der Weber Giant 6 oder 6S. Auch als Klon, muss ich auch noch warten bis der kommt. Die Fusch. Was sie abgestellt haben, was sie auch schon gekriegt haben, so die ein Review, ich weiß gar nicht, ob man da großen Review machen kann, weil es ist halt letztendlich nur ein Akkuträger mit Licht, allerdings jetzt auch als Klon. Cool wäre es, wenn ich da der Originale hätte zum Vergleichen, dass ich sagen könnte, funktioniert genau gleich oder das ist anders und das ist anders. Ja. Aktuell bin ich halt echt in so einem Loch drin, dass ich irgendwo das habe, was ich brauche und liegt mir da nicht auch ein Haufen daheim. Aber das ist halt auch. So ein Thema. Ich habe zwar viele Liquids daheim, aber irgendwie ist man immer noch auf der Suche nach dem Liquid. Ich wechsle zwar das, was ich dann daheim habe, immer wieder durch und mache mal wieder was anderes in den Tank rein und möchte mal so ein richtiges All-Day-Liquid finden, wo ich dann immer in den Tank rein tue. Dann weiß ich, ich kaufe mir das eine Liquid doch und fertig. Das Ganze ist natürlich dann auch immer wieder eine Kostenfrage. Deswegen ist die Thematik mit der Gorilla-Flasche vielleicht gar nicht mal so daneben. Was da momentan, ja, kann man eigentlich sagen, so abgeht. Jedes Mal, wenn ich dann ein Aroma kaufe, wo in der Gorilla-Flasche drin ist, kaufe ich jedes Mal eine neue Gorilla-Flasche mit. Das Coole ist halt, das Etikett ist dabei. Die Flasche ist dabei. Fülle meine Base auf, mache Nikotinschutz rein und kann eigentlich losdampfen. Sieht nachher gut aus. Ist halt praktisch, ist halt einfach was für faule Leute. Und entweder ist es nur ein, ich weiß jetzt, wie ich es beschreiben soll, so. Mir kommt so vor, wie wenn die Aromen, wo in Gorilla-Flasche vorgefüllt kommen, wenn man die auffüllt, sind ja dann in der Regel auch die neuen Aroma, dass die irgendwie besser schmecken. Da vermute ich halt einfach, dass das Auge letztendlich mit isst, sage ich jetzt einfach mal so. Das sieht halt optisch gut aus und dann meint man, dass es besser schmeckt, als wenn das in irgendwie so eine selber abgefüllte
Liquid-Flasche ist. Die haben ja viele Liquid-Flasche, 100 ml, 50 ml und auch 30 ml irgendwann einmal in China bestellt, wo ich halt meine ganze Aroma anmische da. Aber ich wüsste jetzt eigentlich kein Aroma, wo ich sage, das ist der Hammer. Ja, so Dauerbrenner, Red Astaire. Die einfach die alte Aromen, die sind nach wie vor immer noch gut. Aber euer Aroma, was mir in meinem Aromizer Plus halt echt hammermäßig schmeckt, das ist das Checkmate White Knight. Wenn ich das nur im Aromizer Plus dampfen würde, dann bräuchte ich mindestens eure Flasche am Tag. Wahrscheinlich eher eure Halbflasche am Tag. Weil das halt echt nicht richtig gut ist. Aber dann kaufe ich jedes Mal die Gorilla-Flasche mit. Die Gorilla-Flasche habe ich aber ja schon. Ist ja gerade beim Checkmate, ich finde die Lösung zwar super, das hat ja auch einen Hintergrund, dass man da das Schachspiel dann letztendlich draus machen kann, aber da ist ja eine kleine Flasche mit in der großen Flasche mit drin, wo jetzt natürlich wieder viele daherkommen und sagen, oh, das gibt aber noch extra Müll und hin und her. Ja. Das mit dem extra Müll, das wird jetzt nicht mal so hoch bewertet, weil mir dampft gar nicht so viel, dass mir da, oder mal die Einzelperson dampft gar nicht so viel, dass es da so extrem viel zusätzlicher Müll geben wird. Wenn man das natürlich hochrechnet auf zig Millionen Dampfer, was wir inzwischen in Deutschland haben, da kommt das schon. Also mit Sommer. Ja. Aber die Summe, die kommt auch anderweitig zusammen. Also die Dampfer sind die einzigste, wo Müll produziert, sondern allgemein wird ziemlich viel Müll produziert. Ja. Dann hat der Humphrey jetzt zum Beispiel auch ein super Video rausgebracht. Das hat mir echt gefallen. Der hat dann in dem Video halt erzählt von seinem Ägyptenurlaub, auf was man achten muss, wenn man nach Ägypten geht. Da vermute ich mal, dass er da wahrscheinlich dauerhaft viele Aufrufe auf dem Video haben wird. Es waren ja immer mehr Dampfer. Und es sind ja dann einige dabei, wo dann irgendwie FML nach Ägypten mal in Urlaub gehen möchte. Sich das Video dann anguckt, weil sie sich halt vorab informieren möchte, auf was sie achten müssen, wenn sie da und da in Urlaub nageln hat. Ja, das ist eins der wenigen Videos, was ich jetzt echt diese Woche anguckt habe. Es war halt echt nochmal eine ganz andere Welt, wo ich doch so ewig lang krank war. Da war eigentlich YouTube mein Lebensinhalt mehr oder weniger. Und da war ich am Tag hier mindestens 10 Stunden irgendwo auf YouTube unterwegs.
Da hat man echt noch Zeit, geht alles dann zum Gucken. Aber jetzt, wo ich wieder zum Arbeiten gegangen, dann ist die Zeit halt echt sehr begrenzt. Da ist man gar nicht mehr so im Thema drin, dass man irgendwo mitreden könnte. Das, was ich jetzt reden könnte, sind eher alte Sachen. Dass der Weber Frank wieder da ist, das habe ich ja schon mal im Video erzählt. Oh, was ist da? Das ist ein Hänger gelogen. Mit seinem Auto bist du auf der anderen Straßenseite parken können. Der hat bei uns seinen Anhänger verloren. Anhänger war auf der linken Straßenseite, das Auto war auf der rechten Straßenseite. Wie sowas funktionieren kann, merkwürdig. Ja. Das wäre vielleicht auch eine Idee für Dampf unter Palmen, dass der vielleicht auch mal so ein Video macht. Was man achten muss, wenn man nach Lanzarote in Urlaub fährt. Aber da muss man eigentlich auf nichts achten. Aber trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass das Video auch viele Aufrufe haben wird, weil man weiß es ja nicht. Wenn jetzt ich nach Lanzarote in Urlaub fliegen will, dann weiß ich halt, ob ich da irgendwas mitnehmen darf, ob es da Läden gibt, wo ich irgendwas kaufen kann. Der überholt mich und das macht er langsam. Das? Halt auch so ein Ding. Informationen. Da kann ich jetzt halt echt nicht viel dazu sagen. Ich war zwar jetzt vor 2 Jahren auf Mallorca, aber da habe ich noch geraucht. Was geil, die Hand glaubt zwar auch schon dampft nebenher, aber hauptsächlich habe ich geraucht. Habe aber meine E-Zigarette damals auf jeden Fall schon dabei gehabt. Da ich hauptsächlich nur geraucht habe, habe ich jetzt auch so viel mitgenommen, dass ich das sagen könnte. Ich habe da auf irgendwas achten müssen.
Auf jeden Fall, was es in dem Video gerade ist, dass mir momentan irgendwo der Gesprächsstoff fehlt. Ich weiß gar nicht, was ich... über was ich ein Video machen kann. Somit beende ich jetzt auch das Video. Also wenn jetzt in nächster Zeit nicht viel kommen wird, traurig sei. Wir haben halt momentan irgendwie kein Gesprächsthema. Wird sich aber wieder ändern. Halt. Ciao, ciao.